Helm auf. Gürtel zu. Mayonnaise ist bereit. Kann ich das schaffen? Jo, ich schaffe das. Auf Leo und Wendy wartet heute eine leckere Überraschung, Kuschel. Ich mache ihnen mein Lieblingsessen. Thunfischbrote à la Bob. Guten Morgen, Team. Guten Morgen, Bob. Auf geht's. Also, Team. Fritti, der Koch, darf sich freuen, denn wir werden heute sein neues drehbares Restaurant fertigstellen. Den fliegenden Kochtopf. Juhu! Super toll! Das sieht aus wie ein Raumschiff. Das ist auch die Idee, Buggy. Also, ich baue die Küche zusammen, während Leo, Buddel, Buggy und Heppo den Eingang verschönern werden. Mit einer Raumschifframpe und Mondsteinen wird es aussehen wie auf einem anderen Planeten. Ja! Ja! Und ich werde den Restaurantfußboden so verkabeln, dass er sich dreht wie ein Karussell. So können die Gäste verschiedene Aussichten genießen, während sie essen. Klingt das nicht toll? Ja! Und für euch beide habe ich eine ganz besondere Überraschung. Ich habe euch fürs Mittagessen meine Spezialität mitgebracht. Leckere Thunfischbrote. Ja. Ich wusste, dass euch das freuen würde. Hallo, Fritti. Oh, da ist ja mein Lieblingsbaumeister-Team. Können wir dir helfen? Ja, das sind die Zutaten für das Essen, das ich heute Abend zur Eröffnung kochen werde. Cremige Auberginennudeln und heiß gegrillte Frikadelle mit einem Hauch Rosmarin. Mm. Das klingt ja sehr lecker. Aber nicht so lecker wie meine selbstgemachten Thunfischbrote, hä? Okay, Team. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Gut gemacht, Freunde. Sieht echt aus, als könnte gleich ein Alien aus dem Restaurant kommen. Was ist ein Alien? Das weiß doch jeder, was ein Alien ist. Es ist ein, Leo, was ist ein Alien? Aliens sind kleine grüne Männchen. Besucher von einem weit entfernten Planeten. Wie Urlauber. In den Ferien. Wie sehen sie aus? Also, ich glaube, sie haben eine grüne Haut und drei Augen und vier Beine. Oh. Und zum Frühstück mögen sie am liebsten... Zeit fürs Essen. Ich bin bald zurück. Macht keine Dummheiten, ihr drei. Das kleine grüne Männchen hier sieht doch sehr freundlich aus. Ich würde gerne mal eins kennenlernen. Seht mal, grüne Abdrücke von 1, 2, 3, 4 Füßen. Sie müssen zu einem kleinen grünen Männchen gehören. Vielleicht macht es Urlaub hier in Hochhausen. Juhu! Ja. Kommt alle mit, folgt mir. Das kleine grüne Männchen ist in diese Richtung gelaufen. Upp, upp, dim. So, die letzte Bodenplatte ist auch fest. Lasst uns eine Testrunde drehen. Bravo, das macht Spaß. Mit dieser Fernbedienung kann man einstellen, wie schnell sich der Boden drehen soll. Man kann sogar die Richtung ändern. Oh, das ist echt toll, Wendy. Weißt du was? Du hast dir dein Thunfischbrot wirklich verdient. Ich hoffe, ihr habt Hunger. Macht euch bereit für die leckersten Krümel? Irgendjemand hat meine Thunfischbrote gegessen. Ist halb so wild. Gehen wir in die Küche und backen schnell ein paar Pfannkuchen. Oh, ich glaube, so was Tolles kriege ich gar nicht hin. Vertrau mir, mein Baumeisterfreund. Jeder kann kochen, du auch. Fritti, der Koch, wird dir zeigen, wie es geht.
Weißt du, kochen ist wie malen. Dieser Löffel ist mein Pinsel. Genauso wie das ihr dein Pinsel ist. Das ist ein Hammer. Lass uns anfangen. Ups. Oh, keine Sorge, Bob. Wenn du Pfannkuchen machst, musst du eben Eier aufschlagen. So. Gut, Bob. Und eins, zwei, wenden. Wo ist der Pfannkuchen geblieben? Stopp! Autsch! Autsch! Hast du denn keine Augen im Kopf? Hätte mir wehtun können. Ich bin voll auf dich draufgefahren, weil du so plötzlich angehalten hast. Versuch jetzt nicht mir die Schuld zu geben. Das ist nicht fair. Bereit für die Fahrt nach oben. 3, 2, 1. Das Alien ist im Fahrstuhl. Oh nein! Das Mittagessen ist fertig. Bitte lasst es euch schmecken. Sieht interessant aus. Auf meinem Helm hat's mir besser gefallen. Es ist wohl nicht jeder ein Meister in der Küche. Drehen wir uns schneller? Das sollte eigentlich nicht passieren. Kuschel! Runter von der Fernbedienung! Immer schneller! Vorsicht, Fritti! Dort hinter dir, da kommt Essen auf Rädern! Hey, komm zurück! Kuschel! Oh nein! Das kleine grüne Männchen versucht, mit dem Raumschiff wegzufliegen. Vielleicht will es wieder nach Hause. Oh nein! Hilfe! Bob, tu doch was! Schnell! Ich hab es. Komm, Kuschel. Willst du ein leckeres Thunfischbrot à la Bob zum Mittagessen? Wenigstens einer mag meine Kochkünste. Leo? Fritti? Ist alles in Ordnung? Ach, herrje. Wir haben nur noch eine Stunde, bis die Gäste eintreffen und wir sind mit der Küche noch nicht fertig. Und das Festessen ist auch noch nicht fertig. Bürgermeisterin Baugroß ist der Ehrengast und sie ist immer pünktlich. Wir machen besser weiter. Und ich muss weiter kochen. Und fertig. Das kleine grüne Männchen ist doch nicht nach Hause geflogen. Es will wohl hier bleiben. Da ist es. Ich versuch mal, mit ihm zu sprechen. Willkommen, Weltraumbesucher von einem weit entfernten Planeten. Ich bin dein Freund, Buddel. Hallo, Buddel. Es kann sprechen. Leo und Kuschel. Sie hat grüne Farbe an ihren Pfoten, seht nur. Also war es kein kleines grünes Männchen, aber eine kleine blaue Katze. Oh. Ich komme mir etwas blöd vor. Du siehst auf jeden Fall auch sehr freundlich aus. Wow! Sieht dieser Alien-Eingang nicht fabelhaft aus, Herr Brauer? Sehen Sie, Frau Bürgermeisterin, hier ist sogar eine Spur mit Fußabdrücken der Aliens. Eine tolle Idee! Hm, nicht wahr? Voilà! Sehr lecker!
Vielen Dank, Fritti. Und ich danke dir, Bob. Du bist wirklich ein Küchenbaumeister. Aber mach bloß einen großen Bogen um Pfannkuchen und Thunfischbrote. Also, Team, ab heute wird zum ersten Mal eine Giraffe im Bauheimer Zoo leben. Und wir werden das neue Giraffengehege bauen. Ja! Was ist ein Gehege, Wendy? Weißt du, Buggy, das ist ein Gelände im Zoo, wo ein Tier lebt. Es wird jetzt das Zuhause der Giraffe sein. Oh, eine echte Giraffe? Ich liebe Giraffen. Das sind meine Lieblingstiere, weil sie so lange Hälse haben. Genau wie mein Kran. Das stimmt. Das ist toll, Heppo. Aber wir brauchen dich jetzt da draußen. Ja, Bob. Du musst nämlich unser gesamtes Baumaterial über den Zaun heben. Okay, Bob. Und wir anderen bleiben hier drinnen und machen das Giraffengehege fertig. Okay, Freunde. Auf geht's. Oh, ich kann's nicht erwarten, die Giraffe zu sehen. Oh nein, dieser Zaun ist ja wirklich hoch. Ich werde niemals die Giraffe dahinter sehen können. So, die Grundfläche ist fertig. Jetzt brauchen wir nur noch das Baumaterial von Heppo. Sind alle bereit? Es geht los. Bob! Was ist los, Jenny? Gertie ist verschwunden. Mein peruanisches Langhaar-Meerschweinchen. Ich habe sie wie immer gefüttert. Und auf einmal war sie nicht mehr da. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe sie überall gesucht. Bilde ich mir das nur ein oder machen Jennys Haare Geräusche? Jenny, ich glaube, an einem Ort hast du noch nicht gesucht. Oh nein, habe ich Gertie vielleicht im Kühlschrank vergessen? Keine Sorge, hier ist sie. Oh, du hast mich ganz schön erschreckt. Dankeschön, Wendy. Wow, das sieht ja schon richtig toll aus. Hier wird sich unsere Giraffe wohlfühlen. Hat die Giraffe keinen Namen, Jenny? So wie Gertie? Bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht könnten wir ihr einen Namen geben, wenn sie hier ist. Und jetzt bringe ich dich wieder zurück in deinen Käfig, Gertie. Gertie? Gertie? Oh, Gertie. Gertie, Gertie, Gertie. Gertie! Okay. Wir sollten jetzt besser anfangen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, das Team sind wir der Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Danke, Leo. Ist die Giraffe schon da? Ja? Ist sie da? Ist sie da? Noch nicht, Heppo. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Gehege. Oh, ich weiß alles über Giraffen. Ich weiß sogar, was sie zum Mittag essen. Was essen sie denn, Heppo? Blätter und Blumen und Obst, Samenkörner, Kräuter und Äste. Das wär's. Damit ist die Giraffe in ihrem neuen Zuhause sicher. Heppo muss nur noch die letzten Steine rüberheben, Leo. Wo soll ich diese Blätter abladen, Bob? Das ist das Futter für die Giraffe. Bring es einfach rüber zur Aussichtsplattform. Ha! Kannst du bitte die letzten Steine rüberheben, Heppo? Okay, Leo. Hier kommen sie. Sieh mal, Heppo, da ist die Giraffe. Sie ist da. Willkommen im Bauheimer Zoo, liebe Giraffe.
Ich kann sie nicht sehen. Und ich kann mich nicht bewegen, weil ich beladen bin. Warte hier, Heppo. Ich helfe den anderen, die Giraffe ins Gehege zu lassen. Aber Leo, sie ist so groß. Oh nein, ich will sie auch sehen. Sie ist unglaublich. Es muss doch ein Loch geben. Vielleicht, wenn ich nah genug rankomme. Wenn ich doch nur durchgucken könnte. Hallo, was machst du denn? Es tut mir wirklich leid, Bob. Ich wollte doch nur die Giraffe sehen. Durch den Krach hat die Giraffe Angst gekriegt. Sie ist weggelaufen in den Zoo. Oh je, ich hab alles kaputt gemacht. Und meinetwegen ist die Giraffe weggelaufen. Keine Sorge, Heppo. Ich bin sicher, das kriegen wir schon wieder hin. Wendy und Leo, könnt ihr den Zaun und die Aussichtsplattform reparieren? Und Buggy, hilfst du ihnen? Okay, Bob. Und wir anderen teilen uns auf und suchen die Giraffe. Okay, Bob. Irgendwo zu sehen. Sie ist wahrscheinlich für immer verschwunden. Oh nein. Mach dir keine Sorgen, Heppo. Wir werden sie schon wiederfinden. Das arme Tier. Es hat noch nicht mal was gefressen. Das ist es. Was ist es? Wenn die Giraffe Hunger hat, kommt sie bestimmt wieder, sobald sie Futter sieht. Das ist eine gute Idee, Heppo. Wenn du langsam durch den Zoo fährst, wird sie die Blätter riechen und wiederkommen, weil sie Hunger hat. Auf geht's. Aber fahr schön langsam. Das mache ich, Bob. Und leise bin ich auch. Sieh nur. Oh, hallo, liebe Giraffe. Oh, willst du nicht etwas essen? Ich habe ein paar leckere, saftige Blätter für dich. Es funktioniert, Heppo. Oh, wow. Ist das süß? Sieht sie nicht toll aus? Jetzt müssen wir sie nur noch zu ihrem Gehege zurückbringen. Okay, Bob. Seht nur, da ist sie. Schnell, machen wir das Tor auf. Okay, Heppo. Und jetzt legt die Blätter für die Giraffe direkt neben die Aussichtsplattform. Gut gemacht, Heppo. Oh, vielen Dank, Bob. Danke an euch alle. Das habt ihr super gemeistert. Oh, gern geschehen. Jenny! Und wie soll die Giraffe jetzt heißen? Ich weiß nicht. Wie wär's mit Heppa, die Giraffe, benannt nach Heppo, dem Kran, der geholfen hat, sie zu finden. Ich finde, das ist echt eine super tolle Idee.
Wirklich? Nach mir? Oh, klasse! Hallo, Heppa. Ich bin Heppo. Buggy wäre auch ein schöner Name gewesen.